All die Kriege, die in unserem Leben stattfinden, haben ihre Wurzel in uns. Davon bin ich zutiefst überzeugt, durch all die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen und dir auch sehr, sehr gerne ein paar sehr wichtige Werkzeuge vorstellen, die es ungemein erleichtern, die Konflikte für uns zu lösen. Und wenn wir die Konflikte in unserem Leben lösen und in unseren Familien bereinigen, glaube ich, ist das ein gutes Fundament, auch Frieden in unserer Gesellschaft herzustellen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, freue ich mich sehr, wenn du mit dabei bist zu meiner 4. Folge von meinem Podcast Wir sind die Veränderung. Sei herzlich willkommen. Ja, ich möchte gleich mit dem Kernkonflikt beginnen bei diesem Thema. Wie ich zu Anfang schon gesagt habe, Kriege, die da draußen stattfinden, ein Streit, den du hast, vielleicht sogar schon über Wochen oder sogar Jahre, die schwelen vor allem in deiner eigenen Brust. Die sind in dir, weil du nicht in Frieden damit bist. Und ich weiß, ich kenne das so gut, mit dem Finger noch da draußen zu zeigen und zu sagen, ja, aber der hat oder die. Es ist so leicht, auch so eine Schuld da draußen zu suchen für den eigenen Unfrieden, den wir in uns tragen. Wenn wir Konflikte haben, ist das für uns selbst, auch für unseren Körper, eine sehr große Anstrengung. Das ist ein richtiger Herd in uns, ein Konfliktherd, der sogar zu körperlichen Erkrankungen, häufig zu Entzündungen führt. Ja, wenn du Entzündungen hast, in deinen Gelenken oder wo auch immer, kannst du ganz sicher davon ausgehen, dass in dir Konflikte sind. Und es lohnt sich, da hinzuschauen, eben auch mal sich selber zu reflektieren und zu gucken, was hat dieser Konflikt da draußen eigentlich mit mir zu tun? Denn es gibt ein Gesetz im Leben, eine Art von Naturgesetz, das besagt, wie innen, so außen. Wenn ich nicht in Frieden bin, wie kann ich dann in Frieden mit der Welt sein? Dann werde ich da draußen irgendwo Konflikte haben. Es sei denn, ich bin wie ein Eremit in einer Höhle. Aber die meisten Menschen, die brauchen nur nach Hause, zu ihrer Familie zu kommen, zum Beispiel zu Weihnachten, ihre Eltern, ihre Verwandten zu besuchen, Geschwister. Und dann begegnen sie den Konflikt da draußen, der ja in Wirklichkeit in ihnen ist. In unserem Leben, wenn wir Konflikte haben mit anderen Menschen, sei es mit Kollegen, Freunden, dem Partner, wem auch immer, begegnen wir im Grunde sogenannten Stellvertretern, wenn es nicht gerade die eigenen Eltern sind. Ja. Es sind Stellvertreter für den ursprünglichen Konflikt, den wir noch in uns tragen. Und ich möchte das Thema frühere Leben hier in diesem Video einfach jetzt mal weglassen, in dieser Folge. Weil das für viele Menschen überhaupt kein Thema ist und sie damit gar nichts anfangen können. Und B, dass es gar keine Rolle spielt hier. Weil alles, was wir in unserem Leben brauchen, finden wir in unserem aktuellen Leben wieder. Und der Mensch, der vor dir steht, das ist der Mensch, auf den es jetzt ankommt und der wichtig ist für dein Leben. Und da kannst du Frieden finden. Wir müssen nicht in der Vergangenheit rumwühlen, aber es ist gut zu verstehen, woher was herkommt, das schon. Und diese Stellvertreter drücken auf unsere Knöpfe. Und ich bin dem Robert Beetz total dankbar, dass er so einen wundervollen Begriff dafür kreiert hat. Ich glaube, dass er von ihm ursprünglich stammt. Das ist der sogenannte Arschengel. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Ich habe den Eindruck, also die Menschen in meinem Umfeld zum Beispiel sprechen jetzt schon öfter mal darüber. Ja, da kommt jemand in dein Leben und nervt. Total, ja. Der drückt total auf deine Knöpfe. Ist ein sogenannter Arschengel. Okay? Und dieser Mensch, dieser Arschengel, der holt deine Leichen aus dem Keller. Der berührt das Thema deiner Konflikte in dir, die du in dir trägst. Das sind die blinden Flecken, die wir oft nicht sehen wollen. Und dieser Mensch kommt in dein Leben, der bringt wie ein Brennglas mit, eine Lupe, durch die du dein Thema ganz klar sehen kannst, häufig viel vergrößerter vielleicht sogar, als es in dir ist. Also wenn du dich
über jemanden da draußen total aufregst und dich irgendwas auch total erregt, ja, dann hat das mit dir zu tun und mit dem, was du in dir unterdrückt hast, was du noch nicht wahrhaben kannst oder willst. Ja. Also ich glaube, fast jeder kennt den Spruch, da sind noch Leichen in unserem Keller und wer möchte schon gerne mit Leichen im Keller leben? Und Leichen sind letztlich nichts anderes, das ist nichts anderes gemeint, als dass wir Themen, Wunden, Verletzungen, Gefühle in uns, die uns unangenehm sind, unterdrückt haben. Häufig in unserer frühen Kindheit hat das begonnen. Und auch wenn wir es unterdrückt haben, um zu überleben, was ja ein Überlebensmechanismus ist und darum auch sehr wertvoll ist, ist es nichts, was wir jemals verurteilen sollten. Tragen wir es aber dennoch in uns weiter herum und begegnen wir diesem Thema, was wir in uns noch wie eingelagert haben, kann man sagen. Es ist wie unser Körper, unser gesamtes Sein ist so wie eine Art große Lagerhalle, das ganz große Unbewusstsein oder Unterbewusstsein. Ja, und es ist nicht leicht, Zugang zu dem Unterbewusstsein zu bekommen, doch Menschen kommen in dein Leben, Situationen kommen in dein Leben, damit du dir dessen bewusst werden kannst. Und darum ist das für mich ein Grund, zum Beispiel total dankbar zu sein, auch wenn da etwas ist, was mich total nervt. Denn dieser Arschengel, der da in mein Leben kommt, der verhilft mir doch, mir bewusster zu werden, was da eigentlich noch alles in mir wütet und tobt. Ich kann mich also in jeder Situation fragen, die mich erregt und aufregt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Zum Beispiel, wo kann ich denn nicht meine Grenzen setzen? Wo darf ich das noch lernen? Wo erlaube ich mir, etwas noch nicht zu tun, was ein anderer aber tut? Und von woher kenne ich das überhaupt? Wenn ich in die Vergangenheit mal kurz zurückblicke, erinnert mich dieser Mensch vielleicht an meinen Bruder, meine Schwester, meine Mutter, meinen Vater oder wen auch immer. Kenne ich das von früher? Wiederholt sich da was? Zeigt sich da was, was ich aus meiner eigenen Vergangenheit kenne? Und Robert Beetz nennt die eigene Familie, das ist ja sozusagen der Ursprung in diesem Leben, von woher wir kommen. Das sind die ursprünglichen Arschengel. Und wenn wir mit diesen ursprünglichen Arschengeln, sag ich mal, das ist liebevoll gemeint, ja, wenn ich mit ihnen nicht in Frieden bin, dann müssen diese Stellvertreter kommen. Und die holen alles in uns hoch, was nicht in Frieden ist. All die Themen und Konflikte kommen in uns hoch, damit sie sichtbar sind, damit wir heilen können letztlich. Und das ist ein Geschenk. Und schon das allein, schon dieses Bewusstsein darüber, also finde ich, ist eine sehr, sehr große Hilfe. Wenn du dich also in Konflikt befindest mit anderen Menschen, dann kannst du dich auch fragen, wem habe ich noch nicht vergeben? Zum Beispiel auch aus meiner Vergangenheit. Und das leitet mich im Grunde schon über zu den Werkzeugen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und das erste, was ich dir nennen möchte, da geht es um das Thema Vergebung. Vergebung ist im Grunde für mich mit das A und O, um im Leben überhaupt gut klarzukommen. Denn wenn wir einander nicht vergeben, dann sind wir nicht in Frieden. Darum geht's. Viele sagen, ja, ich kann nicht vergeben, weil das war so schlimm, das war so massiv, das werde ich niemals vergeben. Das ist okay von meiner Seite. Für dich kannst du das machen. Aber ich habe gelernt, das kann ich nicht mehr machen, weil dann bin ich ja nicht mehr in Frieden. Selbst wenn ich das dann weiter schön verdränge und in eine Schublade packe, die ich zumache, schwelt dieser Konflikt in mir und ruft am Ende Blockaden in meinem Leben und Krankheiten hervor. Ich bin dann doch im Krieg damit. Ich habe nicht meinen Frieden, meine Ruhe und die möchte ich gerne haben und die möchte ich auch gerne mit anderen Menschen teilen. Wenn also ein Mensch vor mir steht, selbst wenn ich ihn noch niemals gesehen habe und ich spüre sofort, boah, da springt was in mir an, der drückt auf meine Knöpfe,
Ja, weil auch Arschengel sind vor allem Knöpfedrücker. In der Psychologie sprechen wir von Triggern. Ja, die triggern in uns was. Und ich möchte noch kurz eine kleine Schleife machen wegen dem Trigger. Warum das oft so erregend ist, so anstrengend und so beängstigend auch. Warum Konflikte uns so viel Kraft rauben. Und die meisten Menschen einen großen Bogen darum machen, weil sie Angst haben. Das liegt daran, weil unser Nervensystem anspringt. Die Konflikte, die wir haben in unserem jetzigen Leben, wenn wir erwachsen sind, die stammen meistens aus der frühen Kindheit, wo wir Konflikte haben, weil vielleicht unsere Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind und wir in einer wirklich großen inneren Not und Stress geraten sind. Und ich sage das hier nicht verurteilen, das haben wir alle erfahren, auch unsere Eltern haben das erfahren. Und das war nicht böse gemeint in den allermeisten Fällen. Ne? Aber wir sind alles Menschen und keine Maschinen. Und jeder hat mal den Punkt erreicht, wo er nicht mehr kann. So, und dieses angespannte Nervensystem reagiert dann bei Konflikten. Es hat große Panik wieder, so wie früher. Und darum, wegen diesem unangenehmen, stark angespannten Zustand, winden wir uns herum, einen Konflikt in unserem Leben wirklich anzuschauen und anzugehen. Ja, und zu diesem ersten Werkzeug der Vergebung möchte ich euch eine Art vorstellen, die, ich glaube, die meisten Menschen, die jetzt mich hören, kennen, aber vielleicht ein paar noch nicht. Es kommt aus Hawaii und entspringt einer ganz uralten Tradition, die bis heute noch in Familien und Clans und Stämmen da verwendet wird. Das ist das Ho'oponopono und gib das gerne im Internet ein. Du findest sicher ganz, ganz viele wertvolle Geschichten und Informationen darüber. Und ich möchte es dir nur ganz kurz vorstellen. Ja, bei diesem Ritual trifft sich zum Beispiel die ganze Familie und betrachtet ein Thema, eine Situation, wo ein Konflikt entstanden ist. Und letztlich geht es darum, wieder die Verbindung herzustellen zwischen den Menschen, zwischen jedem einzelnen Familienmitglied. Und man kann das Ganze runterbrechen auf 4 kleine Schritte. Und die kann jeder so individuell gestalten, wie es für jemanden stimmt. Und da gibt es auch nicht wirklich eine Reihenfolge. Aber ich nenne dir jetzt mal diese 4 Punkte so, wie sie üblicherweise auch weitergegeben werden. Der erste Punkt ist der, wenn du einen Konflikt mit jemandem hast und das bereinigen möchtest, dass du deine eigene Reue, ja, über das, was du vielleicht gesagt oder nur gedacht oder auch getan hast, ausdrückst. Und das Ganze kann nur wirklich zur Heilung und Vergebung führen, wenn du tatsächlich aufrichtig bist, wenn du ehrlich bist, wenn du es ehrlich bereust. Alles andere ist nur vom Kopf und hat keinerlei Wirkung. Aber ist schon mal sowas wie vielleicht ein Einüben dann, ja? Aber also wenn du aufrichtig bereust, dann kannst du zum Beispiel sagen, und das musst du nicht unbedingt den Menschen direkt sagen, aber es wäre schön, aber du kannst es auch für dich innerlich diesen Menschen sagen und aufschreiben. Aber am wirkungsvollsten ist es, das auszusprechen. Es tut mir leid, dass ich, und dann fügst du da ein, was eben deine Handlung war, was die Situation betrifft, die du hast mit diesen Menschen, die du erlebt hast. Es tut dir leid, ja, es tut mir leid. Und im zweiten Schritt bittest du den anderen Menschen um Verzeihung. Bitte vergib mir. Und wenn du das jetzt zum Beispiel nur für dich machst, das nicht direkt dem anderen Menschen sagst, ich füge für mich immer auch ein, also bitte vergib mir, so wie ich mir selbst und auch dir vergebe. Weil das schließt alles mit ein. Der dritte Schritt, der, wie gesagt, es geht nicht um die Reihenfolge. Da teilst du diesen Menschen deine bedingungslose Liebe mit.
dich, so wie du bist. Und ich füge immer noch hinzu, und ich liebe mich, so wie ich bin. Und als letztes drückst du deine Dankbarkeit aus. Und es kann vollkommen individuell sein. Deine Dankbarkeit kann betreffen, ich bin dankbar, dass wir diesen Konflikt jetzt lösen konnten. Ich danke dafür, dass wir Licht in dieses Thema hineingebracht haben. Ich danke meiner Seele und deiner Seele. Ich danke meinem Körper, ich danke der Erde. Was dann kommt an Dankbarkeit, das kannst du dann ausdrücken. Und du kannst dieses Ritual auch vollkommen auf Themen anwenden, die nur dich selbst betreffen. Wenn du in Selbstvergebung gehen möchtest, ist das ein sehr, sehr schönes Werkzeug. Aber wichtig ist, dass das ehrlich ist, aufrichtig, dass du wirklich die Gefühle empfindest. Und wenn das für dich noch nicht möglich ist, ist das nicht weiter tragisch, dann kannst du trotzdem beginnen, diese Sätze mal für dich zu benennen, zu formulieren und dort immer mehr und tiefer hineinzuspüren. Du kannst das auch mal ganz spielerisch machen, dich mit einem guten Freund, einer guten Freundin zusammensetzen, das mal zusammen praktizieren und einzuüben. Vielleicht jemanden, den du gut vertraust, deinem Partner zum Beispiel. Und auch wenn ihr selber Konflikte habt miteinander, macht das doch mal in Form dieses Rituals und schaut, was dann geschieht. Für mich war das damals, ist noch nicht so lange her, das war vor 2 Jahren, noch länger her, als noch etwas mehr als 2 Jahren, in Portugal, da habe ich das Ritual sehr häufig angewandt. Ich kannte das schon sehr viel länger und hatte es schon öfter für mich in meinem Leben positiv nutzen können, aber da war das wirklich, da habe ich das sehr stark genutzt. Und ich möchte dir gerne die Geschichte mit dir teilen, die ich damals erlebt habe. Ich habe ja lange in Tarifa gelebt, einige Jahre, und bin dann nach Portugal gegangen, zusammen mit einer Freundin, und wir haben dort in einem Reihenhaus zusammen gewohnt, also nebeneinander, jeder hatte so ein Reihenhaus. Und wir kamen dorthin und ich habe dann dort den Vermieter kennengelernt, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Und auf der ersten Sekunde habe ich mich gleich total unwohl gefühlt. Also es war einer der größten Arschengel in meinem Leben, kann ich so sagen. Also ich fand den gleich total unsympathisch und mir war klar, oje, Astrid, da musst du aber nochmal hingucken. Da hast du aber ein Thema mit. Und ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, sehr gelitten unter diesen Menschen. Ich hatte große, große Ängste vor dem. Also er wirkte auf mich wie eine Art Oberoffizier, der im harschen Kommandoton die Leute durch die Gegend schickt und schon von Weitem mit seiner lauten Stimme herumbrüllenderweise herkommt und alle einschüchtert, die um ihn noch herum sind. Also der war sowas von immer im Konflikt und erregt und wütend und zornig, und das hat mich total eingeschüchtert. Ich wusste aber gleichzeitig, hallo, das ist ein Thema in mir. Da ist eine Angst in mir, wo ich hinschauen darf. Ich habe mich also hingesetzt und zuerst angefangen damit zu gucken, was hat das alles mit mir zu tun? Welchem Thema begegne ich da? Und bin ich diesem Thema schon öfter begegnet? Und da habe ich einige Parallelen in meinem Leben gefunden. Und habe erkannt, dass es darum geht, zu meiner eigenen Stärke zu finden. Denn was mir da begegnet ist, diese enorme, gigantische äußere Wut, die auf andere Menschen und auf mich getroffen ist, das hat die Ohnmacht in mir hervorgeholt, die ja sowieso schon lange in mir war. Und mir ist das Thema bewusst geworden, es geht darum, in meine eigene Macht zu kommen. Nicht mehr ohnmächtig, also ohne Macht zu sein, sondern meine Macht anzunehmen, meine Kraft anzunehmen und für mich einzustehen, meine Grenzen klar zu ziehen. Und gleichzeitig aber nicht meine eigene Wut nach außen zu schleudern, sondern in mir damit auch in einen Frieden zu kommen. Und so habe ich dann auch begonnen, es hat eine Weile gedauert, Ho'oponopono für mich
Alleine habe ich das gemacht für mich, aber meine Freundin, die da auch war, hat das auch gemacht, weil sie hat das gleiche Thema mit ihm. Da haben wir zusammen Ho'oponopono gemacht, aber jeder hat das für sich gemacht. Ich kann mich noch so erinnern, ich stand auf der Wiese, ne, auf dieser Finca, war echt wunderschön, und habe diesen Menschen da direkt angesprochen, nicht nur im Geist, ich habe es laut ausgesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass es mir leid tut, dass ich so einen starken Konflikt habe mit diesen Menschen. Ich habe mich entschuldigt für all meine Gedanken, die ich dann hatte ihm gegenüber, die nicht gerade liebevoll waren. Auch die Worte, die ich gesprochen hatte, manchmal mit meiner Freundin und so weiter. Ich habe ihn um Vergebung gebeten, mir selbst verziehen. Und ich habe auch ihm vergeben, weil ich wusste, er kommt in mein Leben als ein Engel, um mir zu helfen letztlich. Natürlich nicht bewusst, ne? Unbewusst. Aber er hilft mir, ob er das weiß oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er hilft mir, ein wichtiges Thema zu erkennen. Das ist mir so klar geworden. Und ich habe auch meine Liebe, meine bedingungslose Liebe diesen Menschen gegenüber ausgedrückt, die ich doch letztlich allen Wesen gegenüber habe, auch wenn ich sie nicht bewusst mitbekomme manchmal. Doch ich habe sie in dem Moment dann auch spüren können. Und am Ende habe ich mich bedankt. Und das habe ich, ich weiß nicht, ganz, ganz oft gemacht, wochenlang. Und nach einigen Wochen begann sich im Außen was zu ändern. Dieser Mensch wurde friedvoller. Am Ende war er ziemlich friedlich. Also er war immer noch, wie er war, ne? In seiner speziellen Art. Aber er war lang, lang nicht mehr so, wie ich ihn kennengelernt und begegnet war. Ich kann dir also sagen, dieses Ritual, wenn du es in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit vollziehst, mit den tiefen Gefühlen, die dazugehören, dann wirst du auch im Außen eine Heilung und Wirkung erfahren. Und du findest auch im Internet, ich habe mich da jetzt nicht noch tiefer mit befasst, aber wenn dich das interessiert, kann ich darüber eine Folge machen. Spannende Geschichten, wie zum Beispiel im Gefängnis, das angewandt wurde mit Menschen, die da nichts drüber wussten. Und es hat sich was in deren Leben verändert. Bei den Insassen. Obwohl nur ein Arzt das Ritual mit diesen Menschen anhand der Protokolle, glaube ich, die er hatte über die Menschen, hat sich was verändert. Und das ist magisch, das ist wie Magie. Und letztlich ist es alles Energie. Und da letztlich alles Energie ist, was du ja auch in der Quantentheorie, in der Quantenwissenschaft wiederfinden kannst, Energie hat ja nicht, da gibt es nicht wirklich einen Abstand, eine Grenze. Ja. Wenn etwas Energie ist, weil wenn alles Energie ist, dann hat diese Energie die Fähigkeit, überall gleichzeitig zu sein letztlich. Weil da gibt es keine materiellen Grenzen mehr. Ich weiß nicht, ob du jetzt damit was anfangen kannst. Ja, also das war das erste Werkzeug, was ich gerne mit dir teilen wollte. Das zweite, beim zweiten Werkzeug geht es darum, wenn du jetzt einen Konflikt mit einem anderen Menschen hast und du möchtest darüber sprechen und du möchtest das klären, bist aber schon oft gescheitert, ja, daran, dann frag dich doch mal, woran das liegen könnte. Was geschieht zum Beispiel, wenn du dich mit einem Menschen zusammensetzt und ihr redet über ein brenzliges Thema? Ist dir schon mal aufgefallen, dass in vielen Fällen das so ist, dass beide Seiten, also du und der andere, verstanden werden möchtet? Dass ihr beide versucht, dass der andere ihn hört? Ihr kämpft beide darum, oh, hör mich doch endlich, versteh mich doch endlich. Und da das beide tun, ist schwierig, das prallt aufeinander. Am Ende bekommt keiner wirklich ein Ohr. Und das ist das, was ich dir im zweiten Werkzeug gern weitergeben möchte. Zuerst verstehen und dann erst verstanden werden wollen. Und das hat auch eine gewisse Magie. Denn wenn ihr euch zusammensetzt
und du kommst mit der inneren Haltung, anstatt dass du einfach nur dein Ding ausdrücken willst, deine Sicht darüber bringen möchtest, damit er dich doch endlich versteht, dass du hineingehst in die Situation mit dem Bewusstsein von, mir kommt es jetzt erstmal als erstes drauf an, den anderen zu verstehen, seine Welt und seine Sicht nachvollziehen zu können. Was passiert überhaupt bei dem anderen? Wie sieht er das? Also die Welt durch die Augen des anderen zu betrachten und das in den ersten Fokus zu nehmen. Und da musst du nicht einverstanden mit sein, mit dem, was seine Sicht ist. Du kannst vollkommen anderer Meinung sein. Aber die Magie besteht darin, dem anderen Menschen Raum zu schenken, dass er sich ausdrücken kann. Und das hat auch was mit Empathie zu tun. Du bist erstmal für den anderen da. Und das kannst du natürlich nur tun, wenn du in dem Moment in der Lage dazu bist. Wenn du total aufgewühlt bist, völlig erregt, dann macht es auch keinen Sinn, sich zusammenzusetzen. Dann warte auf den Moment, wenn du dafür bereit bist. Wenn du dich da schon ein bisschen in dir drin geklärt hast. Und wenn es dir gelingt, dem anderen diesen Raum zu geben, ihn wirklich verstehen zu wollen, dann bist du der oder diejenige, der dieses Gespräch führt. Du hast in gewissem Maß die Zügel mehr in der Hand, als wenn du gleich hineinprescht und drauf loslegst und all die Argumente bringst, was doch deine Sicht ist, warum das und dies und dass es doch so und so ist in deiner Welt. Weil wenn du diesen anderen Menschen wirklich verstanden hast und der sich auch verstanden fühlt, zum Beispiel indem du auch wiedergibst, was du überhaupt verstanden hast, um nochmal abzuklären, ist es wirklich das, ist das so, siehst du das so und so, habe ich das richtig verstanden? Und steckt da das und das Bedürfnis vielleicht auch dahinter, auch diesen Blick mal darauf zu werfen? Und sich der andere wirklich verstanden fühlt, dann öffnet sich was in dem anderen Menschen, sodass er dich überhaupt erst wirklich anhören kann und auch deine Welt, deine Sicht verstehen kann. Vorher ist es meistens nicht möglich, weil ich, wie ich am Anfang sagte, Konflikte lösen in uns Anspannung im Nervensystem und Angst aus und wir geraten mehr in Richtung unseres Reptiliengehirns. Und unser Reptiliengehirn ist wie bei den Reptilien, da geht es nur um Tod oder Leben am Ende. Kampf oder Flucht, totstellen oder angreifen. Also das sind die Mechanismen, die dann in uns angetriggert sind. Ja, es ist auch ein sehr, sehr wertvolles, ja, ich weiß nicht, ist noch nicht mal ein Werkzeug. Im Grunde ist es eher eine innere Haltung, wenn du mit jedem Konflikt so umgehen könntest, dass es dir erstmal wichtig ist, dass du den anderen hörst und verstehst, dann ist es wie ein Zauberschlüssel für dich. Und wenn du aber merkst, dass es dir schwerfällt, weil das so ein Riesenthema ist, dann such dir jemanden, der erstmal dir zuhört, damit du auch ein Ohr bekommen hast, okay? Und dass du auch Mitgefühl und Empathie bekommen hast dafür. Als nächstes Werkzeug möchte ich dir nennen, wie kann ich das nennen? Da geht es darum, wenn wir etwas in unserem Leben möchten, zum Beispiel verstanden werden wollen, respektiert, geliebt, Wertschätzung bekommen möchten und so weiter, dann ist das eine gewisse Gesetzmäßigkeit, dass das, was wir haben wollen in unserem Leben, dass wir das anderen geben. Weil das, was wir in die Welt hineingeben, das reflektiert auf uns, das bekommen wir zurück. Die Welt ist wirklich letztlich wie ein Spiegel für uns. Wenn ich kein Verständnis hineingebe, kann ich auch nicht ein Verständnis zurückbekommen. Also es fängt bei uns selbst an. Und das, was ich gebe, das bekomme ich zurück. Und das ist eine Art von Gesetz. Das kann nicht anders sein. Du siehst das bei Menschen, ja? Menschen, die sehr viel geben, also aus dem Herzen geben. Es geht nicht darum, zu geben, um was zu bekommen. Weil das ist dann ein Geschäft, ein Handel. Der funktioniert auch nicht. Das spüren die anderen Menschen. Wenn du von Herzen gibst, wenn du Menschen siehst und beobachtest, die von Herzen geben, die sind so reich. Es muss nicht jetzt am Geld reich sein, aber die sind reich.
Die bekommen ganz viel vom Leben zurückgeschenkt. Die strahlen Reichtum und Fülle aus für mich. Ja, und wenn wir über das Thema Konflikte sprechen, was mir auch immer ganz schnell einfällt, was ich dir auch sehr gerne weitergeben möchte, wo du auch nochmal forschen kannst, wenn dich das interessiert, da gibt es auch so unendlich viel an Material und Informationen zu. Das ist eine Methode, die hat Marshall Rosenberg damals begründet, der inzwischen verstorben ist. Das ist die gewaltfreie Kommunikation, GFK abgekürzt. Bei der gewaltfreien Kommunikation geht es weniger um Techniken, obwohl es auch eine Technik ist und als Technik auch angewandt werden kann und wird. Aber vielmehr noch ist es eine innere Haltung, weil da geht es auch darum, den anderen Menschen zu verstehen und sich selbst auch zu verstehen. Es geht darum, zum Beispiel eine Situation, in der wir sind, wo wir im Konflikt sind, dass wir den Konflikt als erstes schon mal dadurch entschärfen, dass wir die ganze Bewertung, die wir über die Situation haben, dass es schlecht ist, weil das und dass wir, das geht vor allem darum, dass wir die ganze Bewertung, die wir über eine Situation oder über einen Menschen haben, dass wir die erstmal rausnehmen, dass wir versuchen, die Situation ganz neutral zu betrachten und zu beschreiben für uns. Ja, um wie diesen Wumm in uns rauszunehmen, diesen Druck, die Bewertung. Und als nächstes geht es darum zu schauen, was wir eigentlich dabei in uns fühlen. Also auf diese tiefere Ebene zu gucken, was fühle ich überhaupt in dieser Situation? Was für Gefühle sind da? Und was, noch eine Ebene tiefer als nächsten Schritt, was für Bedürfnisse stecken dahinter in mir? Und wenn ich Bedürfnisse gefunden habe, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden? Wie kann ich das selber tun? Und wenn ich dazu vielleicht den anderen benötige, wie kann ich eine einladende Bitte formulieren, eine Einladung, dieses Bedürfnis zu erfüllen? Und mit einladende Bitte ist gemeint eben keine Forderung. Ey, kannst du mal bitte abwaschen? Bitte wasche jetzt ab. Und wenn er das dann nicht macht, der Mensch, dann bin ich aber sauer und genervt und enttäuscht. Also jede Erwartung, die wir an anderen haben, die kann immer nur enttäuscht werden. Der Mensch spürt, ob du eine Erwartung hast oder ob es wirklich eine Bitte ist, eine Einladung. Und dann ist der Mensch überhaupt erst frei, dieser Einladung zu folgen. Und vielleicht ist der Zeitpunkt nicht der richtige. Vielleicht möchte der Mensch selbst bestimmen. Die meisten wollen selbst bestimmen, autonom sein, wann sie etwas tun möchten. Ja, und es gäbe sicherlich noch unzählig mehr dazu zu erzählen. Doch das würde jetzt hier den Rahmen von dieser Folge sprengen. Ich selbst bin damals im Rahmen meines Studiums darauf gestoßen, habe Psychologie studiert. Und auch der Vater von meiner Tochter hat dann begonnen, in unserem Zusammensein sich für das Thema zu interessieren und ist inzwischen sehr erfolgreicher Trainer von der gewaltfreien Kommunikation und manchmal sprechen wir auch darüber. Also ich bekomme da auch einiges mit, was ich sehr interessant finde. Und darum wollte ich auf jeden Fall dir auch die gewaltfreie Kommunikation mal ans Herz legen, sodass du da mal schauen kannst, ob du das auch für dich und deine Familie vielleicht verwenden kannst. Also ganz besonders schön ist das auch, denke ich, mit den eigenen Kindern, weil, das möchte ich noch kurz erwähnen dazu, die arbeiten auch mit ganz tollen Bildern, nämlich dem Wolf und der Giraffe. Das kannst du auch so toll mit den Kindern dann einsetzen, weil der Wolf steht, glaube ich, eben mehr für das, es ist nicht bös gemeint den Tieren gegenüber, ne? Aber der Wolf steht so ein bisschen für den Teil in uns, der jetzt böse ist, der wütend ist, der zornig ist und der am liebsten da alle anderen wegbeißen will und so, der sich ärgert, ne? So, der die Bewertungen hat. Okay, der über den anderen Menschen oder über die Situation einfach schlecht denkt und rummotzt und in uns rumtobt, der Wolf. Und die Giraffe ist eben, weil die Giraffe hat nämlich als Tier ein sehr großes Herz. Darum hat, glaube ich, Marshall diese Giraffe auch genommen, als ein Symbol dafür, dass es darum geht, in unser Herz zu kommen und von Herzen zu kommunizieren und mit anderen zu sprechen. Genau, und das fand ich ganz süß. Also das kannst du ganz toll auch mit deinen Kindern machen dann. Da kannst du nochmal schauen, da gibt es ganz tolle Informationen und Videos dazu im Internet.
Ja, und unbedingt möchte ich noch erwähnen, auch wenn ich das immer wieder mal erwähne, aber es gehört dazu und vielleicht hast du ja nur diese Folge jetzt von mir angehört. Das ist die Methode des ehrlichen Mitteilens. Die kommt von dem Traumatherapeuten Gopal Norbert Klein und ich durfte ihn hier vor einem Jahr auf der Insel La Palma persönlich kennenlernen. Und die Arbeit mit ihm und auch die Auseinandersetzung mit dem, was er mit dem ehrlichen Mitteilen ins Leben gerufen hat, hat in meinem eigenen Leben wirklich sehr, sehr viel verändert. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen, dich mit dem Thema ehrliches Mitteilen tiefer zu befassen, weil es geht nicht nur darum, einfach ehrlich deine Meinung zu sagen, weil da geraten wieder schnell die Fronten aufeinander. Also wenn ich jetzt jemandem einfach meine Meinung, meine Wahrheit um die Ohren haue, so raushaue, dann ist das eben so wie eine Watschen, ne? Wie eine Ohrfeige oft. In ganz, ganz kleiner, kurzer Zusammenfassung geht es darum, vor allem die Gefühle mitzuteilen und die Gefühle getrennt von den Gedanken, die man im Kopf hat, also die ganze Geschichte nicht zu erzählen, die wir im Kopf haben, sondern die Gefühle getrennt davon mitzuteilen. Ich fühle Wut. Ich fühle mich traurig, ich fühle Traurigkeit. Oder auch Körperempfindung. Ich spüre eine Spannung in meinem Bauch. Ja, du stehst vor diesem Menschen und du spürst diese Spannung in deinem Bauch und du teilst das mit. Oder du spürst eiskalte Hände und dann teilst du das mit. Ich habe eiskalte Hände. Meine Hände zittern. Und ich fühle enorme Wut. Mein Kopf denkt, ich könnte platzen. Oder was auch immer. Also, dass auch Gedanken getrennt davon mitgeteilt werden. Aber das ist jetzt wirklich, das würde den Rahmen einfach sprengen. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht und ich werde das, denke ich mal, bei YouTube darunter verlinken, sodass du das wiederfinden kannst. Und du findest natürlich auch von dem Kanal von Gopal Norbert Klein unzählige Videos dazu. Die sind alle wert, angeschaut und angehört zu werden. Genau, auch unbedingt empfehlenswert aus meiner eigenen Erfahrung heraus und ich habe aber ganz am Ende noch drei kleine, andere, weitere wertvolle, kleine Werkzeuge, die dir auch bei Konflikten helfen können. Und zwar, das erste, was ich nennen möchte, noch, was mir einfällt, das ist, wenn du dich mit Menschen zusammensetzen möchtest, vor allem auch in einem Team, aber auch mit einem einzelnen Menschen. Bevor ihr anfangt, über euer Konfliktthema zu sprechen, dass ihr schaut, wie könnt ihr eine Atmosphäre, einen Raum schaffen, der eure Energie und auch eure Gefühle schon mal anhebt, dass ihr nicht gleich so aus diesem Keller heraus loslegt. Weil meistens, wenn wir uns zusammensetzen und wir wissen, jetzt geht es darum, den Konflikt anzuschauen, sind wir ja schon mal, wie ich schon beschrieben habe, auch angespannt. Ne? Da ist schon das Reptiliengehirn oftmals so heimlich schon leicht aktiviert. Ne? Im Aufpassermodus, wie können wir eine Form finden, einen Raum zu schaffen, der es ermöglicht, dass wir einander begegnen und einander hören, in einer Weise, dass wir uns damit, dass wir uns gut fühlen miteinander, dass wir auf eine andere Ebene kommen. Und das kann dadurch passieren, indem jeder Einzelne über sogenannte Goldblättchen spricht. Das habe ich damals, das ist schon ewig her. Ich bin dem das erste Mal begegnet, als ich einmal in einer Klinik selber war. Das ist schon sehr, sehr lange her. Und da wurden wir aufgefordert, wir sollten uns jeden Tag hinsetzen, abends, bevor wir schlafen gehen, 10 Minuten unsere Goldblättchen aufschreiben und einander erzählen, unseren Zimmergenossen. Goldblättchen waren all die Dinge, für die wir an diesem Tag dankbar waren. Wenn du jetzt also zum Beispiel mit diesem einen Menschen, mit dem du im Konflikt bist, oder mit dem Team, wo Konflikte sind, zusammensitzt, kannst du die Menschen, jeden Einzelnen dazu einladen, doch einmal zu erzählen, was an diesem Tag oder in den letzten 24 Stunden an wertvollen Erfahrungen in seinem Leben geschehen ist, an Gutem oder auch an etwas Neuem, Spannendem. Was ist da passiert? Was ist ein Goldblättchen? Was ist irgendwie wert? Das kann auch einfach ein Sonnenaufgang sein. Es ist egal. Also einfach die Einladung, erzähl doch mal, was ist in den letzten 24 Stunden Gutes oder Spannendes, Neues in deinem Leben passiert. Und jeder erzählt das dann. Weil dann hast du schon mal eine ganz andere Ebene, auf der ihr euch begegnen könnt.
Es kann so ein kleiner Öffner sein. Ihr habt einander schon mal ein Ohr geschenkt. Und als nächstes noch, wenn es dir dann noch gelingt, das ist auch noch eine Art von Werkzeug, das kannst du auch immer und überall einsetzen in deinem Leben, auch im Supermarkt. Überall kannst du das einsetzen, bei Menschen, die du überhaupt nicht kennst. Wenn du merkst, der andere löst was in dir aus, unangenehme Gefühle. Oder du weißt eben, da ist jetzt dieser Konflikt und ich bin in Spannung mit diesem anderen Menschen oder mit mehreren. Dann fokussiere dich auf Eigenschaften, die du wertschätzen kannst bei diesen anderen Menschen. Das können innere Eigenschaften sein, die du schätzt von dem Menschen. Das kann sein Lächeln, seine Augenfarbe, seine Kleidung. Ist egal. Fokussiere dich auf das, was du ehrlich wertschätzt, was dir ehrlich sympathisch ist. Halte den Fokus in einer Weise darauf, während du in Verbindung mit dem Menschen bist. Mache dir das bewusst. Und das ist auch Magie. Es ist Magie. Häufig entwaffnen wir dadurch schon gleich zu Beginn den anderen Menschen. Der weiß gar nicht, was da passiert. Aber du bringst ihm einfach schon mal Sympathie entgegen, was er vielleicht gar nicht gewohnt ist. Genau. Ja, und als allerletztes möchte ich noch eine kleine Geschichte mit dir teilen aus meinem eigenen Leben, die das letzte Werkzeug dir nochmal aufzeigen kann. Ich möchte dir einfach die Geschichte erzählen, darin kommt das Werkzeug drin vor, das wirst du auch gleich wiedererkennen. Das ist schon einige Jahre her. Ich habe da noch im Wohnwagen gelebt mit meiner Tochter. Das war in Tarifa. Ich weiß nicht mehr genau, was das Thema war, aber wir hatten Streit. Und ich war richtig wütend. Und ich habe dann so vor mich hingewütet, ne, mit ihr zusammen. Ich war wütend. Ich habe dann, glaube ich, auch gemeckert. Meine Stimme war sicherlich nicht sehr freundlich. Ich war echt ein bisschen aufgebracht. Ich weiß nicht mehr, warum. Und auf einmal ist mir bewusst geworden, was meine Wut, mein Zorn, meine Art zu sprechen in ihr ausgelöst hat. Ich habe gesehen, wie sehr sie das getroffen hatte. Und das hat mich dann getroffen. Und dann habe ich einen Stopp gesetzt. Ich habe wirklich ausgesprochen, Stopp. Ich mache jetzt hier mal einen Stopp. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Ich mache jetzt mal einen Stopp. Warte mal, habe ich zu ihr gesagt. Ich gehe noch mal raus. Ich bin dann rausgegangen aus dem Wohnwagen, habe die Tür zugemacht, stand vor dem Wohnwagen und habe erstmal mich verbunden mit mir, mit meinem Herzen, mit der Erde, die Füße gespürt, meinen Körper gespürt, tiefe Atemzüge genommen und mich auf das besonnen, was mir denn wirklich wichtig ist im Leben. Und da ist mir sofort gekommen, mir ist die Liebe wichtig, die zwischen uns fließt. Die Verbundenheit und das Mitgefühl. Und so neu gesammelt bin ich wieder reingegangen. Ich habe mich als erstes erstmal entschuldigt für die Wut, die ich an ihr herausgelassen habe, die sie getroffen hat. Ich habe sie gefragt, wie sie sich fühlt, habe sie sprechen lassen. Ich habe sie danach gefragt, was ihre Bedürfnisse sind. Und dann habe ich von meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen gesprochen. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen Konflikt lösen konnten. Und wir hatten eine sehr, sehr starke Verbundenheit gespürt. Und das war auch wie Magie. Und das ist eben das letzte Werkzeug, was ich gerne mit dir teilen wollte. Setze einen Stopp, wenn du merkst, oh, so wie ich gerade spreche, so wie ich gerade denke und fühle, ist das überhaupt stimmig oder ist das gerade gar nicht stimmig für mich? Möchte ich wirklich so sein? Bin ich das wirklich oder kommt da was vielleicht aus meinem Reptiliengehirn? Und lasse ich da was am anderen Menschen ab und hinterlasse ich vielleicht auch eine wüste Landschaft, ja? Zerstöre ich da vielleicht viel mehr, als mir lieb ist? Und ja, darum lege ich dir auch das Stoppsetzen nochmal sehr ans Herz. Und es hat in meinem Leben immer wieder mal geholfen, das zu tun. Wirklich so wie, kannst du auch mit Kindern so sprechen, wie das ist halt, die lieben das ja auch, wenn du in Bildern sprichst. Kannst sagen, oh, warte, stopp. Also diesen Film möchte ich so nicht weiterdrehen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Oder das Theater oder das Buch schreiben. Ne? So, das möchte ich jetzt nochmal neu drehen. Wir machen hier mal einen Cut, ne? Klappe. Und jetzt drehen wir den Film nochmal ganz neu weiter. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und der Film nimmt eine ganz neue Wende oder ein neues Kapitel schlägt sich auf. Und das ist ein sehr schönes
Bild und nicht nur für Kinder natürlich, aber eben besonders auch für Kinder ganz toll geeignet. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich bin ans Ende gekommen. Und ich freue mich sehr, da ich stand selbst ein bisschen in Konflikt jetzt mit dem Thema, dass ich wollte so gerne eine vierte Folge machen und hatte diese Woche gar nicht wirklich Zeitfenster gefunden. Und ich habe heute auch noch ganz, ganz viel auf dem Zettel, was mir total wichtig ist. Und morgen schon ist Sonntag und wird die vierte Folge veröffentlicht. Und ich habe mich schon gefragt, wie schaffe ich das, die Folge noch zu drehen? Aber ich bin früher aufgestanden heute, habe mich hier nach draußen gesetzt. Und ja, weil ich gemerkt habe, ich bleibe mit mir im Konflikt, wenn ich das, was mir am Herzen liegt, nicht wirklich wichtig nehme, wenn ich dem keinen Raum schenke. Und das habe ich jetzt also gemacht und ich spüre jetzt schon diesen Frieden in mir, diese Zufriedenheit und die Dankbarkeit, dass es mir gelungen ist, weil ja, ich bin alles andere als perfekt und ich habe ja diesen Traum, einen Podcast zu machen, schon so lange. Und es hat jetzt wirklich Jahre gedauert, dass ich gebraucht habe, wirklich, um meine eigenen Zweifel und Ängste zu überwinden, diese ganzen Konflikte in mir zu überwinden, mich davon zu befreien, damit ich das endlich tun kann, wonach mein Herz mich ruft. In diesem Sinne wünsche ich dir heute einen wundervollen Tag. Ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald.